Van Damme macht den Spagat, aber warum fahren diese LKW rückwärts? Das kann man mit der Anhängerkinematik erklären. Ein LKW zieht einen Anhänger. Ich habe dir hier die Abbildung und die Formeln aus dem Skript von Professor Rill von der Fachhochschule Regensburg, Skript Fahrdynamik, kann man sich hier runterladen oder anschauen, benutzt, um das mal zu erläutern. Und zwar der LKW hier zu sehen mit seinem Radstand, seinem Überhang, also der Abstand zwischen Hinterachse und Kupplungspunkt, und der Anhänger mit seinem Abstand zwischen Kupplungspunkt und Achse des Anhängers, hier in dieser Excel-Tabelle definiert. Dazu diese drei Formeln. Man sieht also hier Kappa Punkt, also die Winkelgeschwindigkeit von diesem Knickwinkel, also die Knickwinkelgeschwindigkeit, hier abhängig von den geometrischen Parametern und dem Lenkwinkel des LKW sowie der Fahrzeuggeschwindigkeit. Und hier die Gierrate, also die Drehung, die Drehgeschwindigkeit des LKWs um die Hochachse, auch abhängig vom Lenkwinkel. Und um damit nun Zeitverläufe sich anschauen zu können, muss man diese Formeln numerisch integrieren. Das kann man mit Excel machen. Ich habe das hier mal getan, also hier Zeitverlauf, Lenkwinkel, Richtung und so weiter und so fort. Und die Position des LKW, wenn man eine Geschwindigkeit von 0 Metern pro Sekunde definiert, sieht man, der LKW steht die ganze Zeit auf der Stelle, bewegt sich also nicht. Lenkwinkel ist auch die ganze Zeit mit 0 definiert und Knickwinkel auch mit 0. Wenn man jetzt eine Geschwindigkeit definiert, zum Beispiel 1 Meter pro Sekunde, sieht man, wie der LKW hier in diese Richtung fährt. Wenn man jetzt hier einen Lenkwinkel definiert, sieht man, wie der LKW eine Kurve fährt. Der Knickwinkel des Anhängers ist dieses Diagramm. Man sieht also über der Fahrtstrecke, der pendelt sich hier auf 13 Grad ein. Das ist also auch intuitiv, wenn man vorwärts fährt, dann muss ja der Anhänger dem LKW folgen. Und wenn man eine Kurve fährt, dann besteht hier zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger ein Knickwinkel. So, das machen wir alles wieder 0. Der interessante Teil ist jetzt, was passiert, wenn man rückwärts fährt. Man sieht jetzt also, der LKW ist jetzt rückwärts gefahren, 100 Meter. Und das hier sieht ja eigentlich genauso aus, wie man das haben möchte. Man fährt 100 Meter rückwärts und der Knickwinkel ist die ganze Zeit 0. Das funktioniert aber nur mathematisch, denn in der Realität hat man immer das Problem, dass hier niemals am Anfang oder während der Fahrt, wie auch immer, exakt eine mathematische Null steht, sondern es reicht, wenn hier irgendwas 0,0001 Rad, das sind also immer noch 0,00 irgendwas Grad, hier 0,00057 Grad war zu Beginn der Knickwinkel, und man sieht, dass man hier schon nach ungefähr 50 Metern ist der beträgt der Winkel schon 90 Grad, man hat sich also völlig verkeilt, und das kann man nur durch geschicktes Gegenlenken begrenzen oder eben durch diese neue Lenkung von Volvo, dieses Dynamic Steering genannt, welches die ganze Zeit diesen Knickwinkel überwacht. Denn wenn man hier mal etwas näher reinschaut, dann sieht man ja, dass der schon wesentlich früher anfängt. Dann sieht man ja, dass der schon wesentlich früher anfängt wegzugehen, und ein Sensor ist einfach besser als der Mensch, und der Sensor bekommt halt hier schon mit, dass irgendwas nicht stimmt und lenkt schon in ganz gewissem Maße gegen, kann also das System stabilisieren, und man kann laut Volvo mehrere hundert Meter rückwärts fahren, ohne dass man richtig große Schlenker machen muss, wie man ja auch gesehen hat.